Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zurück zu Summer in Mara. So, erstmal hier Karotten sammeln, Hühner füttern, Baumwolle, alles. Alles erstmal sammeln. Ist auch schon lange her, dass ich wieder gespielt habe. Hab nämlich in einem aufgenommen und jetzt muss ich erstmal überlegen, wo war ich. Aber ich habe alles im Griff. Drücken nur ein Huhn. Jetzt folgen mir zwei Hühner. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Nein. Wollte ich doch gar nicht. Och Mann. Ich wollte eigentlich nur, dass sie abbauen. Aber okay. Ich glaube echt jetzt hier Baumwolle habe ich. Und das Huhn kann da durchrennen. Yep. Ich würde sagen, ich habe genügend Baumwolle. So, dann gucken wir doch erstmal. Kehre zu Donat zurück, nachdem du einen Schlafsack und ein Zelt hergestellt hast. Breite Calebs Lieblingsfisch zu. Dafür fehlt mir die Ananas. Fang ein paar Fische, um Mario zu helfen. Tauch in das Meer des Kubebaums und finde den Schatz. Suche die uralte Insel, auf der vor kurzem Elites ihr Unwesen getrieben haben und bringe eine Blume für Onzo zurück. Karte ist da oben. Okay. Das ist da unten. Ein paar Fische. Da sind die Fische aber sicher nicht. Und das ist da. Das heißt also schlussendlich, ja. Erstmal ein bisschen was sehen. Jetzt zeige ich das Falsche. Egal. Wir gehen einfach von oben nach unten durch. Punkt. Salatsamen. Jetzt mal alles hier bestücken. Ich weiß zwar nicht, ob ich es brauche, aber hey. Was soll's? Erstmal alles voll machen. Denn nur so kann es was werden. So, nehmen wir Weizen. Ah, das sieht doch gut aus. So, habe ich jetzt noch Dünger? Ah, Dünger habe ich auch noch. Na. Ich weiß jetzt nicht, muss das vorher gedüngt werden oder? Verdammt, ich habe es schon wieder vergessen. Ah, Feuer ist nicht schlecht. So, hier noch düngen, hier noch düngen und das hier noch düngen. Dann nehmen wir Wasser, laufen einmal hier querbeet. Ein Feld, ein einziges Feld. Ernsthaft. Gut. Also, nachdem wir das jetzt alles haben, so. Er ist noch nicht fertig. Nope. Na, komm. Dann.
Immer noch kein fertiges Ei. Immer noch nicht. Jetzt ist es fertig, das Ei. Ein Ei. Äpfel mitnehmen. Welches Huhn ist es? Das da. Okay. So, hier können wir noch die Eichel mitnehmen. Hier auch. Kirschen sind keine da. Dann kurz zum Schaf rennen. Einmal zum Schaf. Mäh. Voll Schaf, ey. Ich muss zuerst die Tiere füttern. Wo ist denn das Schaf? Ah, da. Sieht aus, ne? Reicht noch nicht. So, also ich muss ein Zelt bauen. Und einen Schlafsack. Das ist jetzt das, was ich bauen muss. Werkstatt. Ich brauche Stoff. So. Und damit kann ich dann einen Laden bauen. Warum das auch immer Laden heißt, aber egal. Ein Schlafsack und ein Zelt. Oh, hier steht. Soll ich jetzt nochmal extra einen Schlafsack bauen? Ich weiß es jetzt nicht. Ich meine, ich kann jetzt hiervon noch einmal einen Schlafsack bauen. Damit gehe ich jedenfalls auf Nummer sicher. Schlafsack und Zelt habe ich jetzt so. Kann ich da jetzt... Die Orange bleibt da nicht liegen. Niemals! So. Dann ab in den Süden wieder. Bin jetzt so langsam wieder im Flow drin. Das Einzige, was noch nicht ganz so float, ist... Ja, ne? So. Genau. Das halt, ne? Schon wieder ein Küken. Oh Mann. Warum rette ich eigentlich immer Küken? Da kann ich irgendeinen Fisch fangen. Ich weiß jetzt noch nicht welchen Fisch, aber... Das ist, glaube ich, keiner, den ich brauche. Karte. Ne, falsche Richtung. Was für ein Fisch, den ich brauche? Zander und Wels. Nope, das sind Delfine, die ich hier fangen kann. Auch ein bisschen makaber, aber ja, es sind Delfine. Die Querganginsel. Ich will aber weiter zum schwarzen Vulkan. So, alles hier einsammeln. Kann man alles gebrauchen. Alles kann man gebrauchen. Beim schwarzen Vulkan irgendwas fangen? War das das? Tauche in das Meer des Kubebaums und finde den Schatz. Nee. Der Kubebaum. Der ist nicht hier. Wo
Oh, wie weit muss ich denn hier fahren, ey? Ganz vergessen. Ich hab da was für dich. Luna, wir müssen endlich herausfinden, was die Elites im Schilde führen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Zuerst solltest du deine Werkzeuge noch einmal aufbessern. Nein, das hier ist wichtig. Hör auf. Hör auf, dich davor zu drücken. Saimi sagt, dass ich wie Yaya Haku bin. Wie wäre es also, wenn ich mich wie dein Kapitän verhalte? Luna sagt mir endlich ein für alle Mal, was ich gegen die Elites tun kann. Du bist nur ein Kind. Du weißt gar nichts. Du weißt nichts über deine Großmutter, nichts über Mara, nichts über mich. Geh also und verlasse diesen Ort und komme nicht wieder. Aber dann wärst du wieder allein. Es ist besser so, Koa. Ich weiß genau, was andere über mich denken. Ich sehe eine Versagerin. Als ob ich nach dem Unfall in meiner Zeit bei der Marine nutzlos geworden wäre. Und jetzt lass mich in Ruhe. Luna, ich habe keine Ahnung, von welchem Unfall du redest. Aber ich bin hier, um dir zu helfen. Ich will deine Hilfe nicht. Ich brauche von niemandem Hilfe. Ich bin über 100 Jahre alt. Besonders du, Mädchen, solltest mich nicht wie ein Kind behandeln. Verschwinde endlich und komm bloß nicht zurück. Ich sollte mit Saimi reden. Okay. Ja, das kann ich auch ganz einfach. Ich habe hier mein Money. Mach ich einfach zurück nach Quelis. Ja. Why not? Na komm. Saimi. Saimi wird mir bestimmt helfen. Nein. Ach komm. Ernsthaft jetzt? Komm. Schwimm. Die Musik sich einfach mal komplett geändert hat, ne? So. Komm, lass mich da hoch. Das ist die Abkürzung zu Saimi. Ich weiß das. Bin diesen Weg schon zigtausend Mal gelaufen. Nee, eigentlich nicht. Nur runter, nicht hoch. Halt. Bienenkönigin. Wie geht's bei dir voran? Nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Luna ist keine einfache Person, hä? Deine Großmutter war die einzige, die mehr oder weniger in der Lage war, sich zu zähmen. Sie benimmt sich wie du. Genau. Was kann ich dagegen tun? Geduld ist nicht immer das beste Mittel bei Kuidos wie ihr. Luna mag wütend sein, aber sie ist immer noch eine Matrosin, genau wie ich. Wenn es eines gibt, um das wir uns sorgen, dann ist es Mara. Ich habe über Funk gehört, dass der große Baum im Osten krank ist. Das Wasser, das die Elites verschmutzt haben, hat ihn anscheinend krank gemacht. Es ist ein gigantischer Baum, der mitten auf dem Meer wächst. Wir nennen ihn den großen Kuwe. Du könntest dorthin fahren und einen Fisch fangen. Wenn es stimmt, dass der Baum krank ist, werden die Fische auch krank sein und du solltest Luna einen Beweis dafür bringen. Das scheint wirklich weit weg zu sein. Ich glaube nicht, dass ich es mit meinem Boot bis dahin schaffe. Auf halbem Weg liegt ein Tempel. Wenn dein Boot von Mala der Quelle angetrieben wird, dann kannst du deinen Tank dort wieder auffüllen und solltest es bis zum Baum schaffen. Okay. Also, zum Tempel fahren. Mein Tank auffüllen, es zum Baum schaffen und einen Fisch fangen. Verstanden. Das heißt, jetzt können wir endlich... weiter segeln als normal. Endlich geht es weiter. Und die Äpfel hier nehme ich mal mit. Weil von denen werde ich gut satt.
Die immer mit ihren unsichtbaren Wänden hier, ne? Oh, Schock. Ich dachte jetzt schon, jetzt hätte ich mich gesoftlockt. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Und schon darf ich weiter. Okay, also ich habe hier was und da was. Okay, das heißt also erstmal Richtung Süden, nach Hause. Rein theoretisch eine Nacht schlafen. Ich weiß nicht, ob ich schlafen will. Weil eigentlich macht es Sinn, dass ich schlafe. Das Spiel sagt ja, dass ansonsten... Ja, du bist müde. Ich dich schlafen und meine Ausdauer geht dann so schnell in den Keller. Ich glaube, da macht es Sinn. Ey, ich habe ein neues Tier zu Hause. Yay. Noch ein Huhn mehr, was ich durchfüttern muss. Ja. So. Steigen wir mal aus. Legen uns eine Runde schlafen. Und freuen uns unseres Lebens. So. Ja, füttern. Die füttern. Nee, streicheln. Nein, du Huhn, du sollst mir nicht folgen. Mann, nein, Hilfe, das Huhn folgt mir. Wir legen uns schlafen. Warten auf den nächsten Tag. Und dann wird alles wieder gut. Ich ignoriere euch jetzt alle. Ich ignoriere euch. Ich muss nämlich weiter. Ich muss erstmal was essen. Seht ihr? Äpfel sind das Beste, was es gibt. So, dann ab ins Boot und immer in Osten. Wird schon schief gehen. Aber ich glaube nicht, dass mein Tank dann leer wird. Halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ich glaube es aber nicht. Und ein Schaf mehr. Juhu! Wir gucken ganz kurz, was wir da haben. Na. So, was haben wir da für einen Fisch? Was darf ich hier für einen Fisch fangen? Nope, interessiert mich nicht. So. Stein. Wir wollen weiter hier in diese Richtung. Weiter nach Osten. Jetzt kommen wir zu einem Tempel. Bei dem Tempel soll ich tanken. Was ich eigentlich ein bisschen schwachsinnig finde, aber okay, gut, ich tanke. Hatte ich schon? Ich glaube, hatte ich schon. Ein neuer Tank. Ich habe den Tank aufgefüllt, ja, weiß ich. Da habe ich ein paar Libellen. Und dann kann ich eigentlich weiter rodeln, wollte ich sagen. Schippern. Moment.
Okay. Den hatte ich scheinbar noch nicht. So, weiter in den Osten. Oh. Hier ist das Meer wirklich, naja. Tauchen. Hier soll ich ja tauchen. Öffne die Schatztruhe. Das, was ich brauchte? Hoffen wir ja. Aber links ist nichts weiter. Das wird eng. Das wird eng. Komm. Okay. Geschafft. Weiß nicht, ob ich dann entsprechend absaufe oder keiner. Weiß ich nicht. Was passiert, wenn du dich mit einer Popos Familie anlegst? ETF, wo bin ich? Wo ist mein Schiff? Was war das jetzt? Verlassene Station. Okay. Guck mal ganz kurz, ob ich die Aufgabe erfüllt habe. War jetzt gerade ein bisschen komisch. Soll ich hier irgendwo was angeln, aber wo? Oder sollte ich... Moment. Achso, ich soll jetzt weiter in den Süden. Okay, ich bin jetzt hier gerade falsch. Die verlassene Station hat anscheinend noch nichts zu bedeuten. Ich muss in den Süden. Aber trotzdem eklig hier das Wasser, oder? So, das ist der Baum. Zum Tauchen brauche ich eine Taucherbrille. Nein! So, wer bist du? Aus dem Weg, Kleine. Hey, sei vorsichtig. Wie kann jemand, der so klein ist, so ein Boot steuern? Ich bin nicht klein. Und es gehört meiner Großmutter. Was für eine tolle Großmutter lässt einfach ihre Enkelin allein. Was soll's? So lernst du wenigstens etwas. Du brauchst niemanden anderen auf der Welt. Nur dich selbst. Das stimmt nicht. Wenn du es sagst, Kleines, hör auf, mich Kleines zu nennen. Ich heiße Koa. Schön, dich kennenzulernen, Koa. Ich heiße Erete. Ich bin die schnellste Piratin in Mara. Und jetzt entschuldige mich bitte. Aber ich muss weiter. Du tust, als ob das Meer nur dir gehört, hä? Weil das der Wahrheit entspricht. Ich hoffe, unsere Wege werden sich nie wieder kreuzen. Leb wohl, kleines Mädchen. Tja, Zicke. So, jetzt soll ich hier einmal einen Fisch angeln.
Ich habe keine Schnur für meine Angelrute. Was? Es ist jetzt ein Witz, ne? Reicht die ganze Strecke hierher? Hab nichts zum Tauchen. Hab nichts zum Angeln. Ihr wollt mich doch echt auf Namen nehmen, oder? Eine Route mehr, ich hab nichts mehr. Mann! Das ist der schlechteste Scherz, den ich kenne. Hey, verkaufst du was? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Plaudern. Dafür ist eigentlich nie Zeit. Muss doch hier nur irgendwo eine blöde Taucherbrille drin sein, bitte. Oder eine Angelschnur. Kein Brett, nein, auch kein Apfel. Sind wir da? Ein Schlafsack, ernsthaft. Hast du was? Nein, hat auch nichts. Das ärgert mich jetzt gerade maßlos. Der Schlummerwald. Ich hoffe, sie lassen mich eines Tages wieder nach Hause zurück. Dieser Ort ist schön. Er steckt voller Leben. Diese Insel hat großes Potenzial. Wir könnten sie sehr leicht umgraben. Davon will ich nichts wissen. Nee, eigentlich müsstest du davon wissen wollen, um das zu verhindern, Madame. Bäume, 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 Bäume. Vielleicht finde ich hier irgendwo eine Krabbe, die auch irgendwas wieder zu sagen hat und die hat dann eine Taucherbrille oder sowas. Entzünden. Kein Feuer. Nee, hier ist keine Krabbe weiter zu sehen. Gibt's doch nicht. Ich muss jetzt nicht ernsthaft bis zurück und muss mir Taucherbrillen basteln. Oder kaufen oder wie auch immer. Ihr wollt mich doch einfach nur auf den Arm nehmen. Einfach nur ganz normal auf den Arm nehmen. Nein, wollt ihr nicht. Okay. Aha. Verdammt, es wird teuer. Das wird teuer. Ah. Hm. Wie spät haben wir es denn? Frage ich mich jetzt gerade. Ach, Mist. Die Geschäfte haben es schon zu. Dann gucke ich mal, ob ich selber so eine Angelschnur und alles herstellen kann. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, es reicht. Ich hätte vielleicht vorher auf die Uhr gucken sollen. Hätte ich ein bisschen Zeit gespart. Also, beziehungsweise... Na gut, eigentlich habe ich jetzt so oder so Zeit gespart. Na egal, wir haben noch ein Schaf mehr. Hat ja auch was Gutes. Und das Schaf sah weiß aus. Hoffen wir mal auch, dass es weiß ist. Ach. Ist noch nichts gewachsen. Okay, wo ist das Schaf? Wo ist das Schaf? Hier ist das Schaf.
Kann ich dem Schaf nichts zu essen geben? Muss das andere Schaf da? Nee, ich kann ihn nur streicheln. Ach Mann! Sowas finde ich dann ärgerlich. Hühner, 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 Hühner. So, mal gucken. Darf ich das herstellen? Angelschnur? Nee. Taucherbrille? Nee. Oh Mann. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.